Mute. Mute raus, schon geht's besser. Yes. Wunderschönen guten Abend. Abend geht, ja, nein, vielleicht doch. Hallo. So, hi, hi, hi. So. Also, dann jetzt aber noch ein neues, ihr Lieben. Heute mal wieder ein Stream. Ach, denk gerade, der Stuhl ist, okay, ja. Alles gut. Wir haben neue Stühle. Ach nee, warte mal, du bist jetzt immer da auf der Seite, das passt schon. So, also, einmal mehr heute ohne Lukas, dafür haben wir wieder mal den lieben Peter am Start und daneben dran sitzt auch der Christian. Irgendwo dahin. Und ihr Mikro ist schon gebacken, ne? So, boom, Christian randaliert schon. Randaliert gleich schon. Wunderbar. So, dann. Also, was sagen wir? Wir haben heute die Docs. Einmal schön. Geht mal wieder auf das Saisonfinale zu, beziehungsweise war das die Saisonfinale. Wir können dann noch nachgucken, wer den ganzen Spaß gewonnen hat. Ja, wenn das so ist, müssen wir das natürlich tun, ja klar. Rückblick machen wir dann nochmal, wenn Lukas wieder fit ist. Okay. Wie gesagt, der ist ein bisschen ausgefallen, deswegen sind wir heute lauftechnisch, haben wir auch was Spezielles vorbereitet. Genau, haben wir mal ein bisschen improvisiert sozusagen, ne? Improvisierungstheater, ja. Genau, richtig. Gut. Etwas lauter, ja, kriegen wir hin. Wenn Lukas nicht da ist, wenn wir nicht schreien. So, was habt ihr denn, ihr Lieben? Und dann reden wir so und dann geht das alles. Mal die Brüder, genau, so ist es. So. Ja, also, ihr Lieben, Games, das heißt, ja, erzähl du mal. Ich würde sagen, wir steigen eigentlich direkt in den letzten Lauf von Season 4 ein, die Jude-Fahrschule. Jo. Die hat ja allen Spaß gemacht. Gab es wieder ein bisschen Gesprächspotenzial, ja, habe ich gehört. So, ja, gut. So 2-3 Punkte gab es aber ansonsten. Ja, gut, Leute, ist halt, ja. Und dementsprechend würde ich sagen, wir schalten doch einfach mal direkt darüber in den guten Lauf 2. Gibt's auch. So. Jetzt genau. Hat er. Was haben wir hier? Scrollen musste hier rein mit der Maus. Ja, genau. Ah. Geht doch alles. Ja, und wer davon ist, Tobi. Aha. Wir hatten getippt. Wie blende ich das ein? Auf Text. Ich glaube, wir haben aber letztes Mal gar nicht getippt. Doch, wir haben letztes Mal getippt. Wir haben getippt. Das Auge bei Text. Das Auge bei Text. Die Technik. Schau mal hier. Ich habe ja wieder übertrieben, ne? Oh. Okay. Ja. Hey Leute, ja. Ihr bescheißt doch alle. Das kann doch alles nicht sein. Alter Falter. Schau dir das mal an. Ich meine, gut, was habe ich gesagt? Ich habe mir meine 16.5 noch gesagt. Das heißt, Lukas, Christian auch, ne? 15.5. Ja, also mit eurer Wertung war der quasi. Lukas war Drittbeste. Noch. Da wäre er nicht mal in Christian in, war ganz weit weg. Da wäre er nicht mal in die Kategorie 1 gekommen mit der Wertung. Sehr geil. Heftig. Übrigens, ja, ne? Ja. Man sieht immer öfter, dass da, oder immer wieder, das ist schön, dass da halt immer auch wieder neue von hinten nachkommen, wo halt da, ja, sich nach vorne kämpfen durchs Feld, ne? Sehr schön, ihr Lieben. Das heißt, Division 7 ist in dem Bereich, wo ihr eigentlich getippt habt, also es ist ja. Mittlerweile echt klasse, da gefahren wird. Halt, für die Tabelle hoch. So. Jo, das ist brutal, aber ehrlich gesagt, ich meine, wir haben es ja gut, schwer zu glauben, ne? Überleg mal, du hast ja 19.9, haben wir schon gesagt, das ist ja bekloppt, und was haben die jetzt gefahren? Über 21. Ja, also würde ich sagen, Wahnsinn. Gucken wir einfach mal ein paar Läufe rein. Wen haben wir denn da so? Und zwar nicht einer, sondern okay, dann schauen wir mal, was haben wir denn? Wir haben schon mal 19.000 bei Division 4. Also würde ich sagen, aber Eiffel Gecko ist ja jetzt auch kein neuer, ne? Also ich meine, der muss ja langsam auch ein bisschen nach oben arbeiten, würde ich sagen, oder? Der arbeitet sich, glaube ich, konstant nach oben. Ja. Schauen wir weiter, ob wir noch so ein bisschen vielleicht neuen Namen haben mit vielen Punkten weiter unten. Hast du Guido X schon mal gesehen? 17.000 ist, nee, habe ich nie gehört. Komm, lass mal gucken, weil ich meine 17.000, das ist Division 4, 5, 5. So, Division 5 halt. Okay. Ja, warum stand da 4 links oben? So. Funktioniert das jetzt so? Jetzt gehe ich noch auf Vollbild. Ja, kannst du mehr als genau. Mega. Und dann? Mal gucken, was wir hören. Hören wir was? Jo. Falscher Kopfhörer. Oh, Alter. So, und wie gesagt, wir hatten ja diesmal die komplett freie Bahnwahl. Mhm, ja. Also ich bin mal gespannt, ob sich da irgendwie eine Linie dann abgebildet hat. Mhm, jetzt schauen wir mal, wie er es gemacht hat. Ich meine, schön ist, man kann ja immer auch ein bisschen schauen, was machen die anderen. Also man hat ja Zeit und dann sieht man ja, denke ich auch, okay, vielleicht probiere ich mal das, was der gemacht hat und so. Und ich weiß nicht, mal gespannt, ob das jetzt schon so das Layout ist, was sie alle gefahren haben. Wir werden es gleich sehen. So, ich muss jetzt erstmal wieder hinkriegen, mir irgendwo eine Linie anzugucken. Das war ja immer hinten, war ja der, oh Gott, das lag ganz hinten.
Also sie fahren es auf jeden Fall anders, wie ich gedacht hätte. Sie fahren, er fährt jetzt hier, ein interessanter Ansatz zu sagen, ich fahre hier den 180 und gehe dann direkt auf den Angle Drift. Ne? Spart natürlich einfach Zeit. Und hier oben direkt dann in den 360 rein. Ja, ja, das ist jetzt punktetechnisch nicht optimal an der Stelle. Vielleicht, weil er da beide ein bisschen federn lassen muss bei beiden. Aber er spart halt Zeit, ne? Und kann halt sicher vielleicht eine Runde mehr fahren. Ne? Sauber. Aber gut, hat mega gefahren. Also ich meine, müssen wir mal schauen, ob da, wo die anderen dann noch wirklich mehr geholt haben, ob das Layout noch besser geht. Also, hey, beim anderen siehst du wieder wahrscheinlich keine Handbremse, kein Gang, voll auf dem Gas und hau das Ding rum. Klar, das macht schon was aus, ja. Man hat das schön gesehen, die Taktik zu sagen, ich mache den 360, ich fahre darüber und ziehe den lang und kreise mich dann quasi so in die Mitte rein, damit ich schon mehr oder weniger auf dem Weg zum nächsten Target bin, um einfach Zeit zu sparen. Also was sehr auf Zeit ist, ganz ehrlich. 1,3 Sekunden hast du dann natürlich auch nochmal hier, wo du nochmal Punkte hättest sammeln können. Da wäre noch was gegangen, ja. Aber so, gut, dann gehen wir zurück. Schöner Jaguar, oder? Ja, komm. Hm? Ja, mein nächstes Auto, Mensch. Hm? Mach mich ja zu, ne? Die Farbe ist hübsch. Ja, die Farbe ist es nicht, das Auto an sich ist interessant. Ja. So, wo waren wir? So, ich glaube, wir waren hier oben. Hier oben sind wir. So, dann. Ja. Goodie. Also, dann gehen wir noch mal ein bisschen nach oben, würde ich sagen. Wir haben ja ein bisschen was vor heute noch, also von dem her, geh ruhig mal. Gehen wir mal ganz hoch. Was haben wir denn noch so? Ja, würde ich schon sagen, oder? Ja, Ubi, kennen wir ja alle die Kollegen. Jetzt schauen wir doch mal direkt einen Vergleich an und schauen mal hier. Haben wir den Tobi mal direkt raus? Ja, lass mal vielleicht einen runtergehen, lass mal den Notwehr noch mal schauen vielleicht. Hm? Das ist ja auch schon nah dran. Ja, aber das muss eigentlich gleich sein, weil wie gesagt, das sind 33 Punkte. Das ist also nichts mehr. Ne? Ja, aber dann will ich auch die Konstanz sehen und vor allem, ob sie das gleiche Layout fahren. Komm, die zwei Hummels fahren. Dann schauen wir uns die beiden mal an. Ja. Markus habe ich gesehen, war auch dabei, war auch nicht weit weg, ne? Nee, die waren da oben. Ja, brutal. Ah, hier schön wieder Intro. Yes. Ach, immer schönes Brap-Brap und dann ist alles gut. Muss, was muss, das muss. Und weiter geht's. Brap-Brap, ja. Ah, guck mal. Sieht nach gleichem Layout aus, ne? Noch einmal hinten rum, einmal schön in 360. Ja. Ja, okay, also gleiches Layout, offensichtlich hat sich das bewährt. Ne? Da sehe ich jetzt, dass er den mal gucken gleich. Also ein bisschen mehr Angas sieht man auf jeden Fall deutlich. Und hier sieht man es, weil hier bei dem Angle Drift, wie schön er den auch wirklich mit relativ viel Speed auch schön quer holt, einen Moment lang. Weil's, ne, ja, aber trotzdem schön im Fluss bleibt. Also der verreckt halt nicht die Karre. Das war halt wirklich diesmal wieder wichtig. Aber der Lauf davor, den wir angeschaut haben, der war jetzt auch Weißgold nicht schlecht. Also wo da dann nochmal so ein großer Unterschied herkommt, das ist echt, da muss halt einfach überall das Maximum rausholen. Ne? Das ist wahrscheinlich wirklich dieses extra Grad an Winkel und ein bisschen mehr Geschwindigkeit, ein bisschen mehr hinten noch raus. Auch bei dem 180 quasi, den so zu rotieren, dass er die letzte Wertung gerade noch mitnimmt und das ist ja haarscharf. Ich weiß gar nicht mal, wie oft er dann im Prinzip einen schlechten Lauf hatte, weil er einfach sozusagen dann bei dem 180, er müsste ja 5 Wertungen fahren, vielleicht die vierte oder die dritte sogar nicht mehr erwischt hat, wenn er einfach zu früh schon wieder die Richtung gewechselt hat. Ne? Weil dann bringt es das ja auch nicht. Ne? Da muss man auch die Bewertung auch wirklich richtig gut verstehen. Haben wir das eigentlich mal erklärt in so einer Fahrschule? Ja, trifft Jim Garner, jetzt die aktuelle Fahrschule. Ist genau dafür, wo auch mal das auch drauf hören, auf die Ping, Ping, Ping. Ne? Der akustisch kriegst du ja angezeigt, ob du alle Elemente mitgenommen hast oder nicht. Ne? Die Pros werden darauf achten. Ich bin erst bei Folge 3. Ja gut, dann kannst du es nicht wissen. Ja. So, also mega, sehr geil gefahren. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da jetzt nochmal einen Unterschied sehen. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Kommst du wieder drauf? Brauchen wir ja auch nicht mehr. So, das war Notwehr, ne? Genau. Jetzt gucken wir mal einmal, ob der Tobi noch gemacht hat. So. Zack und ab geht die Luzi. Wo startet? Wo sind die anderen eigentlich gestartet? Ja, genau. Also direkt davor und da genauso. Beim ersten bin ich mir nicht mehr ganz sicher gerade. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Anlauf genommen. Oh, Alter. Also da merkst du auf jeden Fall noch mehr am Gas, ne? Das hat das noch mehr Speed als eben? Ja. Das andere war aber sehr sauber gefahren. Hat wirklich alles, sah jede Runde gleich aus. Oh, okay. Oh, aber obwohl das Risiko, ne? Verdammt, ich will mal gucken, wie viele Runden sie schaffen. Das ist der Punkt gleich. Aber so. Oh,
Boah, aber die One AD wirklich immer gerade so. Da macht der letzte Bing, da ist der eigentlich schon raus. Ne? Das ist echt hart an der Grenze. So, wow. Ja, volle Kanne halt, ne? Extra den Türstopper da hingestellt. Genau, dass die Bande nicht jedes Mal wegrutscht, weil er damit drauf Schwung dran ballert. Ja. Ist da ein Motorsound im Hintergrund irgendwo? Läuft irgendwo ein Autorennen? Ja, okay. Da hat die Funky Edition abgeräumt. Wahnsinn. Ja, Jungs, mega. Also Respekt. Mal wieder einmal mehr Hardcore, was ihr da getrieben habt. Ne? Ups. Ja, aber mit gezählten Runden. So schnell kann ich nicht zählen. Nee. Aber ich sehe viele Kombo. Aber komplett dann am Schluss nochmal eine Kombo, ne? Ja, genau. Und V12 gefahren. Okay, alles klar. Mega, Leute. Also, Respekt. Das war wieder mal ganz großes Kino. So, jetzt erzähl mal, was haben wir denn? Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal in die Endleitung rein, oder? Gucken wir Videos, nein. Gehen wir rüber, ja. Dann machen wir es mal weg. So, und jetzt machen wir es wie Lukas und verraten schon, wie der nächste Lauf heißt. So. Das kriege ich tatsächlich nicht hin wieder. Was meinst du? Also, doch, ich habe schon gespoilert. Also, hast du doch, ja. Natürlich. Ist ja hier auf dem Bild. Müsst ihr hier wieder voll beginnen, heißt das Problem nicht, ne? So. You know? Was ich meine? Kannst du ja umschalten. Ach. So. Alles gut. So, und wie wir dieses Mal sehen. Alles also jetzt Gesamtwertung, ne? Hat es unser guter Dirk diesmal geschafft. Ja. Wird dann doch mal okay. Lieutenant ein bisschen langsamer gemacht, weil Lieutenant war wahrscheinlich im Urlaub oder so eine Geschichte. Gut, denn. Ja, da muss er noch einen raushauen, sieht man ganz deutlich, ne? Ja. Also hätte einen raushauen müssen, so muss man sagen. So, richtig. Ja. Tobi hat dann einmal einen Aussetzer gehabt. Ist jetzt rum, ja. Hm, ja. Da wäre es auch nochmal spannend geworden. Ja, also auf dem, wenn man da schaut, also bis zum Max, also ja. Zum Markus ist da, ja, da weißt du nicht, wer von denen hier vorne ist, ne? Also zumindest mal die ersten vier sind ja komplett quasi, siehst ja. Das war mal ein richtig spannender Lauf auf jeden Fall. Wenn du nicht mitfährst oder du da drin hast, ne, dann, ja. Mega. Sehr schön, Leute. Also komm. Hubi hat es auch geschafft, ist jetzt auch in Division 1 hochgekommen. Der Laufname steht ja eh schon im Stream, ja, aber was hat es wohl damit auf sich? Steht er im Stream? Scheinbar. Okay, dann habe ich nichts gespoilert. So. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal den neuen Lauf direkt an, ne? Ja, also Glückwunsch und dann gehen wir direkt mal zur nächsten Runde. Wie gesagt, so ein Season-Rückblick, wenn Lukas wieder fit ist, machen wir nochmal einen. Gesagt, mach das. Könnte noch zwei Wochen dauern oder so. Mal gucken, bis er wieder da ist. Und dann, komm, dann lass, schauen wir, was da ist. So, und dann gehen wir mal Season 5, Lauf 1. Mhm. Dann zeigen wir den Leuten, wie man sowas freischaltet. Der, ach, das wissen sie doch. So. So. Guck mal, so einfach geht das. Nicht und dann haben wir den No-Flow-Park. Bing. So, was hat es damit wohl auf sich? Ne? Halt, stopp mal. Habt ihr eine Idee, was es mit No-Flow Park auf sich hat? Den musste Peter übrigens raushauen, den Begrifflichkeit. Also es war zu passend. Also wie gesagt, die Strecke wurde vorgeschlagen und... Von wem kam denn der Vorschlag? Wir haben diesmal die Admins gefragt, oder? Habe ich es richtig gemacht? Ja, die Judges haben das mal entschieden. Genau. Wer das letztendlich, wessen Idee das war? Sozusagen. Ich glaube, das war so eine Gemeinschaftsentscheidung. So, auf jeden Fall haben wir nochmal den wunderschönen Flow Park genommen. Ist wieder Race Mode. Ja, könnte natürlich sein, ne? Ja, komm. Richtig, also komm mal raus. Da unten kommt es irgendwo. Nein, das ist die Tabelle. Ja, scroll halt. So, dann Abmessung brauchen wir nicht. Direkt die Strecke, oder? Ja, machen wir die Strecke erstmal, ne? So, also. So, das sieht man auch ganz gut. So, ne? Nope. Halt. Nope. Falsche Richtung. Technik. So. Jetzt, Adle. Klappt doch. Ich bin einmal größer, wenn ich jetzt hier draufklicke. Ja, geht doch. So. Ja, besser, ja. Genau. Genau. Also, wie gesagt, das Layout ist bekannt. Das hatten wir, ich weiß es gar nicht mehr jetzt. Das hätte ich nämlich mal merken können. Wann war das? Wann der Lauf war. Das ist noch nicht so lange her tatsächlich. Müsste, glaube ich, Season 3 gewesen sein. Schon eine andere Season. Eine andere Season. Ja, okay. Die Season war es nicht. Okay. Auf jeden Fall haben wir da das gleiche Layout wieder genommen. Wir haben nur die Stadtlinie, die früher hier oben lag. Sieht man die Maus eigentlich dann? Ja, ne? Ja. Die ist einmal ganz hier runtergewandert. Und das Ganze fahren wir jetzt im Race Mode.
und ja, alles volle auf, Kanne, alles drei Runden. Feuer frei. Sehr gut. Und habt Spaß dabei. Ja, super. Gut, was habt ihr denn? Was schreibt ihr denn? Sieht jetzt schon geil aus. Ja, das ist tatsächlich, haben es vorhin mal probiert und dachte ich erstmal, oje, aber das ist eigentlich gerade gut. Haben wir da so einen schönen Effekt drin? Das ist ein Race Mode und ihr habt diesen Donut an der Stelle zu fahren. Also diese etwas übertriebene Spitzkehre, sag ich mal, die doppelte, ja. Nee, Moment mal, du hast doch gesagt, ich soll im Rallycross alles fahren, nicht? Die ja, Targets ziehen. Das machen wir später. Erstmal im Race-Modus, also die Targets dienen jetzt erstmal, ich bin jetzt so weit weg, die Targets dienen erstmal quasi nur der Abstandskontrolle, dass ihr, ja, wie soll ich sagen, genau, dass ihr einfach aufbauen die könnt, Targets aufbauen richtig könnt. Aufbaut, das ist wichtig. Und ja, ansonsten ist es Race-Mode und ja, wie gesagt, spannende Stelle ist definitiv, machen wir gleich, ist dieser Donut, wo ihr gucken müsst, wie er halt da rumkommt, ne? Weil das will das also im Race-Mode natürlich nicht so gerne, ne? Und da gibt es verschiedene Taktiken. Ich will das jetzt gleich mal noch ausprobieren. Oha. Ob man da jetzt unbedingt angast und versucht, quasi das Heck quer zu kriegen. Muss man mit der Handbremse rum oder? Ja, du musst da echt mit rumquälen mit der Handbremse. Das funktioniert aber auch nicht so richtig gut. Oder aber, mein Auto steht noch drüben. Sekunde mal. Sollen wir auf die Strecke schalten? Machen wir gleich. Ja, oder wir gehen gleich mal rüber. Aber da haben wir wieder kein Mikro, das bringt nichts. Ne, warte mal, lass mich kurz fertig machen und dann gehen wir auf die Strecke. Was wollte ich sagen? Genau. Oder die andere Variante ist wirklich zu sagen, hey, was ist, wenn man einfach da langsam macht? Wenn man wirklich versucht, langsam genug zu sein, dass das Auto halt rotiert, dass es nicht untersteuert. Ne? Ja, Driftassistent ausmachen ist an der Stelle tatsächlich ein guter Tipp. Also den müsst ihr da ausmachen, weil an der Stelle euch dann quasi die Stabilitätsprogramme echt voll in die Karre fahren und ihr kommt da echt nicht rum. Das ist also... ist einigermaßen aussichtslos mit Assistent. Hätte man die Linie ein bisschen verlängern müssen. Ja, ja. Nee, also den aus, den Tipp, glaube ich, kann man so mal rausgeben. Power ist ja alles frei, soweit ich weiß, ne? Alles volle Kanne. Wie gesagt. Genau. Drei Runden, weil ich denke, es ist tricky. Genau, langsam in den 360, das ist die Frage, ob du nicht schneller bist, wenn du das Auto sauber fährst. Ich habe doch, wo habe ich das Video von dem... Ja, das war jetzt die Tage bei der letzten Folge von der Fahrschule, bei der Gymkhana-Folge, hatten wir ein paar Videos unten verlinkt, unter anderem ein Video, wo ein Gymkhana-Lauf war, wo einer mit einem Mazda MX-5, mit einem roten Mazda MX-5 gefahren ist, mit 200 PS, also eigentlich völlig unmotorisiert im Vergleich zu den ganzen Konkurrenten, mit teilweise 1000 PS und mehr, und am Ende des Tages die Nummer gewonnen hat. Und wenn er den Lauf mal anschaut, da sieht man das eigentlich auch, dass der eigentlich, ist ja Gymkhana, Präzisionsfahren, also im Prinzip sowas wie hier, ja, wo es auch auf Zeit geht, ne? Und der war einfach, der hat gar nicht so quer und gar nicht so gequalmt, der hat das Ding einfach in der Geschwindigkeit um die Kurven rumgezirkelt, durch das geringe Fahrzeuggewicht, wo er halt noch Grip hatte und kein Untersteuern und halt um die Ecke kam. Ne? Ja, du hattest ja früher den MX-5, was hat das Ding gewogen? Ja, der war wirklich leicht, ja. Der war wirklich hat er eine Kilo gehabt, eine Tonne gehabt? Ja, schon. Also so 1-1 oder so im Manager, oder? Ich glaube fast sowas mit drin, ne? Und das mit 130 PS, was der hatte, keine Ahnung, das war wunderbar. Das war ein richtig schönes Auto zum Querfahren, absolut. So, ihr Lieben. Kannst du noch BMW V, also rein 16 da vorne reinbauen, ja. Und dann passt das. Da bin ich voll bei dir, Tom. Rallye-Reifen fährt sich da, glaube ich, tatsächlich auch wieder schöner wieder. Und ob es schneller ist oder im Strich, müssten wir mal ausprobieren. Ja. Ich glaube, Reifen, ich habe es jetzt aus dem Prinzip einfach Straße vorgegeben. Die Reifen hast du vorgegeben? Ja. Wäre dann andere Reifen sinnvoller gewesen? Das habe ich jetzt gar nicht so. Sinnvoller, man kann es probieren, aber wenn es vorgegeben ist, ist es vorgegeben, dann ist das Thema durch. Dann also ihr könnt mal spaßhalber mit dem anderen Reifen probieren, aber... Ja, gut, ich meine, unterm Strich, ob du wirklich schneller bist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil, wenn du zwei langgezogene Kurven hast, da brauchst du Grip, da wo du auch schnell bist. Also rechts und links und bei der Wende jeweils, wo der aus rumpfeift, da braucht er einfach Grip. Da hilft es dann auch nichts, wenn du dann einfach ein bisschen weniger Grip hast und dementsprechend rausgetragen wirst. Ne? Von dem her, Straßenreifen wird schon schneller sein, ja. Also ihr dürft mal außerhalb der Konkurrenz, dürft das mal mit den Rallye-Reifen probieren und gucken, was dann... Ja, bitte ändern, schreiben Sie es alle. Ja, ist, wie es ist. Aber wie gesagt, ihr könnt es ja mal probieren und mal berichten, ob es was gebracht hat. Hm? Alles klar. Und wenn jemand die Bestzeit damit fährt, dann machen wir den Lauf irgendwann nochmal mit Rallye-Reifen. Genau, ja, warum nicht? Und danach machen wir auf Schnee und... Nein. Komm, ich will fahren. Wir legen los, oder? Dann mach das Bild mal ganz groß. Genau. So. Willst du, Christian, erst? Hm? Ich fahre. Ja, komm, dann mach du mal. Wir haben aber heute leider bei mir keinen Sound. Wieso das denn? Weil das Kabel bei mir nicht kompatibel ist. Ach, nee. Nee. Kannst aber mit meinem Telefon... Ja, gut. Egal. Jetzt haben wir auch sauber. Ich würde sagen, fahr laut, dann hört das, glaube ich, jeder, oder? Das geht auch.
So. Ich muss jetzt erst nochmal angucken, wie die Strecke verläuft. Natürlich sind wir flexibel, aber nur weil einer was haben will, können wir nicht überspringen, Leute. Nicht. Sorry, aber jetzt bleibst du mal dabei, ne? Ja, ich denke auch, mit dem Reifen bist du am schnellsten. Ja, ja, ja. Hört man eh nur Crash, was? Ja, es waren zwei, ist ja gut. Es sind aber gerade ein paar mehr, die zuschauen beim Stream, als zwei. Kauf ich die Kamera an, ne? Ja, ist immer das Gleiche. Hast du vorhin schon eine Zeit gedreht? Komm. Hast du schon eine Zeit? Eben nur freies Fahren. Ja, okay. Ja, komm, dann da muss jetzt passen. Jetzt aber. Warte, Peter, jetzt ist gut. Ich weiß auch, dass es drei waren. Alter. Oh, boy. Ja, no, tada. Die Strecke ist echt, also die ist wirklich extrem gewöhnungsbedürftig. Ach, ich wäre jetzt wieder oben rum gefahren. Ja, das Layout hast du relativ schnell, aber einfach dieses, wo du an welcher Stelle aufpassen musst, weil das sind halt auch welche Ecken, wo du voll einschlägst, wenn du ein bisschen zu eng kommst, ne? Aber Christians eben war kein Flow, ne, muss ich mal sagen. Ja, ja. So. Und irgendwie sind die Targets hier schon verschoben. Nicht schlecht an der Stelle. Ja, ein bisschen verschoben ist das alles, aber gut. Ist ja. An der Stelle haben die ja nur eine Funktion der Maßeinheit und nicht der Funktion. Noch nicht. Jawohl. Ja, das sieht aber nicht schlecht aus. Jetzt schön Arsch rum. Jawohl. Also er macht eher die Gewaltnummer. Aber das sah jetzt nicht schlecht aus. Nein, oben. Oh, pass. Ja, ihr dürft berühren an der Stelle. Also da sehe ich jetzt kein Problem, was zu berühren, weil ich meine, am Ende des Tages, das kostet euch nur Zeit. Ne? Also da habt ihr keinen Vorteil. Also berühren ja, aber wie gesagt, keinen starken Einschlag. Also das ist immer so der Klassiker. Wenn das Ding verschiebt oder irgendwas in der Richtung. Genau, wenn die Strecke umgebaut wird, dann spätestens ist Schluss, ja. So, da bin ich ja mal gespannt. Lass mal. Welcher Motor das gerade im Porsche war, wollen Sie noch wissen? Volle Pulle Heck. Heckantrieb, volle Pulle war das. Ja. Mal gucken, was wir dann wieder schätzen. Carrera S. Heckantrieb mit Chrono, Sport Chrono. Sieht man's? 1,16,8. Okay. Das geht noch schneller. Was war deine beste Runde? Siehst du es noch, oder? War jetzt weg. Ja, war weg, zu spät. Wird spannend, da können wir mal von ausgehen. Also ich glaube auch, das ist richtig gut. Sehr unterhaltsames Thema, ja. Wenn ich jetzt schon wieder in den Raum werfe, unter einer Minute? Ja. Lass ihn mal noch einen Versuch machen, dann schau mal. So. Ach Gott, ich sehe den Porsche gar nicht. Eine Runde in Tage nicht gelesen. Weiß ich jetzt gerade nicht, weil er zu viel gefahren ist eben. Ach so. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Schauen wir mal. Ich meine, die anderen Tage jetzt haben wir keine. Ja, ich fahre gerade. Okay. Da hat es gepiepst. Ah. Und nochmal. Einklang mit dem mittleren Motor ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Also die sagen gerade, es waren vier Runden. Also die Zeit, das war noch nicht relevant. Aber ich glaube auch, dass ich habe ja vorhin auch gefahren und das muss besser gehen. So viel schneller, so viel langsamer war es jetzt nicht. Er dran vorbeigefahren an der Stadtziellinie, oder? Kann euch auch sein, dass er dran vorbeigefahren ist. Aber am Ende des Tages eine Runde mehr gefahren, auf jeden Fall. Ne? So. Das Geile ist, dass ihr den Sound gerade bewertet und hört statt Ziel. Dabei haben wir ja wirklich nur das Handy da drüben laut. Man hört es doch, erstaunlich. Dann machen wir mit das Theater, machen es, schließen es an. Ist auch eine Idee, ehrlich, ne? Ja, das machst du aber echt gut mit dem Kreisel. Das war nix. Aber egal, weiter. Zum Kreisel raus ist man ein bisschen dormlich. Dann. Beim Porsche doch mal auf den Frontantrieb schalten und dann gucken wir nochmal. Also wenn man einen Kreisel macht, er besser als ich das jetzt. Ja. Das sieht gut aus, ja. Ich dachte tatsächlich, da quält man sich langsam rum. Ja, Handy-Sound ist auch perfekt. Ich fahre auch alles mit Handy-Sound, weil wir haben den Sound ja auch so abgestimmt, dass es gerade auf dem Handy aus wirklich gut klingt. Ja. Auf der Anlage ist es manchmal ein bisschen zu bassig. Da muss man immer den Bass rausdrehen, dass es wieder schön nach blechernem Motorsound klingt. Das finde ich immer tatsächlich extremst erstaunlich, weil ich seit nicht mal gefahren bin.
Du hast mal irgendwann zu mir gesagt, dreh mal den Bass ein bisschen runter. Ja. Und der Sound war geiler. Ja, ja, klar. Du kannst den Klang nur abstimmen auf entweder aufs Mobile-Device, weil die ja eine ganz andere Akustik haben als eine Stereoanlage oder auf die Stereoanlage. Oh, ja. Ja, jetzt dann, ne? Das ist auch okay. Doch eine Minute, alles kein Problem. Dann locker drunter, ja, ja. Okay, also das war jetzt so richtig mit drei Runden. 18,3. Ja, gut, okay, das ist eine Ansage, ne? Aber da geht noch was. Nein, Allrad-Clubsport wird es nicht geben. Gibt es ja gar nicht. Gibt kein Allrad-Clubsport. Clubsport ist immer Heckantrieb. Und das sind ja vergleichbar. Es ist ja ein Setup, das im Prinzip vergleichbar von allen Fahrzeugen ist. Dementsprechend sind ja auch alle auf Heckantrieb. Ne? Dementsprechend nein. Ich rechne schon hier die Zeit, was ich wieder tippe. Laut. Ja, wie gesagt, also soundtechnisch aufs Smartphone abgestimmt, von dem her ja. Bass raustreten. 48er Bereich bin ich auch ein bisschen drunter tatsächlich noch. Ja, also wenn ich das jetzt schon sehe, jawohl, 48, ja, ja. Ja, ich sag 47. Dann Grüße in Urlaub, auch gut, alles prima. Wer ist im Urlaub? Und Dandalone. Wer ist das? Kennen wir den, ja. Kennen wir? Aber ich überlege mich mal gerade, wie man es ausspricht. Ja, immer diese Kursennamen, Leute. Könnt ihr nicht mal was Normales hinschreiben? Dann mal so alleine. Bitte wieder aufnehmen. Deshalb müssten wir in die App halt noch reinschreiben, irgendwo, bevor man sich einloggt das erste Mal. Ja. Denke dran, der Username ist später dein Name. Also wir sollen uns mal vom Driftzettel seine Zeit aufschreiben. Kannst du selber merken und das nächste Mal sagen, wir glauben es dann. Seht ihr das? 56. Oh ja. 56,52. Eieieiei. Die müssen wir uns mal aufschreiben, ja. Wer schreibt die immer hier rein? 56,52. War doch was, ne? Ins Ding gleich. Genau. Ich denke, Kevin ist wahrscheinlich schon wieder am Start und wird es schon wieder gleich eintippen. Genau. Ob ein E-Auto in Planung ist? Haben wir schon, oder? Viele. Er meint, ein E-Auto als Modell nachzubauen. Aber simulierter. Oh, alles zu seiner Zeit. Der E-Manta. Noch der, ja, da war ich dabei. Einser Mann, nein. Und dann haben wir noch ein paar. Wobei, hast du diesen E-Quattro gesehen? Diesen E-Quattro, wo sie jetzt bauen wollen? Nee. Also von diesem alten. Ur-Quattro als E, ja, doch immer wie was gesehen. Ja, also ja. Ist es so, Aber okay, preislich ist es halt total über, ne? Also so einen alten E-Audi nachgebaut, Elektro dann 700.000 Euro verlangen, das ist. Jetzt geht hier wieder die Autodiskussion los, sehr gut. Haben wir was angestoßen? Aber wir können ja mal, also ohne Scheiß, so ein Elektro-Sound-Setup quasi, ein Elektro-Umbau quasi, E-Mod quasi für die D1, wäre doch mal was, ne? Ich weiß nicht, bei Porsche haben die nicht mittlerweile, wenn die den Taycan schon haben, gibt es den 911 noch nicht mit Elektroantrieb? Nö, dafür haben sie ja einen Taycan, ne? Aber der hat ja auch einen ganz netten Sound für ein E-Auto. So. Ja, aber der Junge ist gut unterwegs da. Mann. Er ist heiß. Du sollst mal mit D1 fahren, aber das kannst du auch machen. Oder ich fahre jetzt gerade mal D1 auf jeden Fall. Und was ist? Nochmal minimal. Nein! Runde. 56,38. Mann. Ja. Okay, jetzt hör mal auf. Jetzt fahre ich mal. Ich komme hier da gar nicht mal. Genau. Ja, gut, aber wie gesagt, so ein Raumschiff-Sound wäre doch auch mal was. Ne? Man ist ja. Muss man ja nicht machen, kann man. Ja, aber dann will es richtiger Raumschiff. Ich will, dass mein Auto dann so fährt. So. Ja, man könnte da so viel machen, aber das ist echt, Leute, der Aufwand, der da dahinter steckt, die Datenbank pflegen und so weiter. Das sind einfach Dimensionen, da müssen wir immer aufpassen, dass wir uns nicht übernehmen. Aber nochmal, das ist alles ein Thema, das wächst und gedeiht. Ne? Und das wird alles auch technisch immer einfacher und irgendwann kommt die Hupe, alles wird gut. Ich gehe jetzt fahren, tschüss. Du hast die Hupe erwähnt. Ich bin so raus. So. Die Lautstärke vom Auto. Das heißt, du schließt jetzt dein Handy an, oder? Ja, hätte ich schon gesagt, oder? War das laut genug? Ja, ich will einen Bagger, der dann Raumschiff-Sound hat, würde ich sagen, oder? Das wäre dann. Hallo zusammen. So, dann haben wir den Christian auch bei uns. Und jetzt schauen wir mal, was der Herr Martin Müller so treibt auf der Strecke. Also die Leute sagen, war laut genug, also wenn das mit dem Kabel immer irgendwie stört. Ja, ist eine Option, ne? Beziehungsweise, wir können ja schon eine Bluetooth-Box hinstellen, die dann hier steht.
Und dann passt der Spaß. Jetzt müssen wir nämlich gucken, ob das jetzt mit dir bei dir ist. Ich habe den unteren Kreisel ein wenig nach rechts verschoben. Der müsste noch ein bisschen nach links. Ah, zu wild. Was ist das für ein Sound? Ja, besser. Habe ich da irgendwas verpasst? Habe ich gerade irgendwas gestalkt? Nein. Was passiert, wenn ich diesen Regler jetzt ganz nach oben schiebe? Also ich glaube, die Leute sind auch der Meinung, dass der Sound nicht ganz normal ist. Letzte Runde? Aha. Hast du eine 17,9? So eine 18, irgendwas habe ich gesehen, aber. Drei Runden brauchen wir mal Zeit. Ach so, jetzt weiß ich natürlich, was für ein Sound das ist. Manchmal dauert man hier ein bisschen. Zwei schaffen, das ist ganz einfach. Mit welchem Motor fährst du, Martin? Ich überlege, höre ich den gerade auch das erste Mal? Höre ich den auch gerade das erste Mal in so? Der neue Porsche ist ne? Porsche mit Klappe offen, ne? Wechseln anscheinend alle zu Hause auf die richtige Anlage jetzt mit dem Smart. Näher, 56,74. Aber 18,04, die schnellste Runde, ne? Da war schon ein Tick schneller. Ah, oh, nee. Okay, dann wird die Zeit doch nicht so schnell, glaube ich. Also es war ja schon wirklich gut, teilweise. Wollen wir schon mal einen Tipp abgeben, Peter? Mhm. Wie war das? Irgendwo noch ein anderes Textfeld. Ja, wir suchen schon. Wir schreiben es gleich auf, das wird machen.
fast schon an BMW rein 6-Zylinder dran. Letzte Runde. 56,24. Du hattest 3,6, glaube ich, oder? Nicht ja, aber du stoppt. Ja, du hast mich aber auch, glaube ich, mit der schnellsten Runde. Echt? Schnellste hat Runde? Das jemand mitgeschrieben? 17, ich sehe es nicht. Ich glaube, hast mich. Bro. Na dann. Das ist ja gut. Dann kannst du jetzt in Ruhe von der Strecke zurückgehen. So. Du kannst natürlich jetzt gerne weiterfahren. Ah, sehr schön. So. Ja. Aber ich glaube, diesmal tue ich mir mit dem Tipp echt schwer, sag ich dir. Das muss ich mir gut überlegen. Wohin soll ich das mitnehmen? Hm? Oh, Christian kommt mit einem bösen Zettel. Oh, analoge Technik. Was war deine jetzt, deine Gesamtzeit? Hm? 57. 56,24. Und deine war 56,38, schreibt ihr gerade. The Ghost. Dann darfst. Bitteschön. Bitteschön. Du darfst nochmal. Geil. Sehr gut. Ihr wollt das Auto sehen. Wir wollen das Auto sehen. Das ist doch das, wie sagt man denn da, wenn man was spoilert? Das Spoiler-Auto, was ihr damals nicht gesehen habt. Das Spoiler-Auto? Ja. Wir haben damals einen Stream gemacht, irgendwie kurz vor... Vor wir das mit Porsche rausgehauen haben oder was? Mit der Kampagne? Vor dem Vorverkauf, genau. Haben wir die Kamera irgendwie verdreht? Ich sitze hier gerade irgendwie in der Mitte. Bisschen verdreht, ja. Dreh mal so ein bisschen in Martin-Richtung. Okay. Ja, perfekt. Ja, da haben wir damals so ein bisschen gespoilert. Das heißt, ja, wir spoilern auf der Strecke und ihr habt alles gesucht, wenn ihr euch erinnert, was jetzt auf der Strecke auf irgendeinen Hinweis gibt, wo auf irgendwas. Der Hinweis war, dass ich mit dem Auto gefahren bin, aber hat natürlich zwar gemein auf der Kamera auf die Entfernung nicht wirklich gesehen, dass da die Porsche-Räder drauf waren. Das war natürlich der Hinweis. Ernsthaft, das war der Spoiler? Ich wollte dich seit Jahren mal fragen, was da eigentlich der Spoiler war. Ja, ja. Und ich glaube, da hat er den Sound noch nicht drauf gehabt. Sondern da war es noch ein ganz normaler D1. Jetzt habe ich aber hier mal, ich habe ein Testauto gebraucht zum Motorsounds abstimmen für den Porsche. Und weil wir jetzt ja auch nicht zu viele Porsche rumliegen haben, habe ich jetzt halt mal hier schnell, beziehungsweise wir haben schon Porsche, aber die müssen da wieder in der Staging-Datenbank sein. Wir haben zwei Datenbanken. Live und Entwicklungsdatenbank. Was macht ihr da? Was ist das? Tipps oder? Wir müssen das nachtragen, diesmal die Tipps. Die Tipps. Ah ja, okay, Tipps. Gut, ja. Und deswegen Entwicklungsdatenbank und da war das Auto halt drin, dann habe ich das Ding auch kurz mal zu einem Porsche gemacht, deswegen Porsche. Sound, ne? Nicht wundern. Gut. Aber gut. Ich bringe es gerne mal mit auf den Wind. Der bleibt jetzt, glaube ich, so, weil das sieht echt cool aus mit den Rädern und dann muss man natürlich mit den Rädern auch den Porsche Sound haben, ne? Aber sag mir nochmal, wie der Dekopplung heißt, ich vergesse das immer. Freezy? Freezy. Also wie gesagt, war Porsche Setup komplett vom aktuellen Setup, so wie es ist, halt auch die volle Leistung, Heckantrieb eben, ne? Genau, das Tuch, das war das Tuch. Das war das Der Tuch. Ist gut. Jetzt sei das Thema auch nicht mal geklärt. Ich glaube, das Tuch ist jetzt hiermit offiziell abgehakt, seit der Porsche angekündigt ist. Hört sich nach Japaner an, nicht jetzt? Nee. Ihr habt ja auch genauso wenig an wie der Peter, der meint, es ist ein BMW. Ich wünsche mir einen BMW, das ist ein großer Unterschied. Ja, die wünschen sich einen Japaner, das ist überhaupt kein Unterschied. Man hört immer, was man hören will, ne? Gott, du nimmst einen Toyota, das ist auch ein BMW. Ja, genau, eben. Also, so. Das heißt, wir machen jetzt Zeittipps, ja? Was sind wir jetzt gefahren? 56 irgendwas. Du 56,3, ich 56,2, ich 56,3. Und du tippst 51,3. Mhm, ein bisschen holen sie noch was raus.
Och, die holen da noch einiges raus. Ah, nicht, fürchte ich fast, weil man kann da noch mehr angasen. Wir haben ja versucht, heile durchzukommen. Das ist immer das Thema, ne? Heile durchkommen oder auch riskieren, dass du einschlägst. Wenn du halt voll stehen lässt, dann ist zwar nichts mehr mit korrigieren, aber wenn es passt, passt es halt, ne? Ich gehe da noch drunter. Boah. Ich muss gerade im Kopf rechnen, warte mal. Die 50 knacken wird heavy, aber ja, komm, ich mach mal, ich mach jetzt. Mach die 50 glatt. Ich muss ja nur näher dran sein wie du. Mhm. Das ist schon gut, ne? Und Peter übertreibt jetzt wieder total 48,9. 1 Minute 30. Ich mach 48,9. Echt jetzt? Ach, nee, komm, ich mach 47,9. Wenn dann richtig. Peter glaubt an die Leute. Ne? Ja, guck mal, also Peter 47,9 läuft. So, was habt ihr denn gerade, Leute? Ihr freut euch über Porsche, das ist schön. So. Ja. Dum, dum, dum. Ja. Oh ja, Porsche. Und da kommen ein paar schöne Sachen demnächst noch, Leute. Rundrum. Oh ja, jetzt kommt ja die Tage schon ein neues Auto, ne? Was? Ah, jetzt habe ich ja was erzählt. Was? Naja, eine neue Edition, sagen wir es mal so, oder? Also, Freitag geht's los, Leute. Zweite Runde. Funding-Kampagne. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass die Leute bekloppt sind? Event GmbH. Haben wir noch nicht gesagt heute Abend, sagen wir hiermit, ihr seid bekloppt. Und weil ihr so bekloppt seid, haben wir halt die Gottesnamen noch eine zweite Runde aufgemacht, damit ihr nicht weint. Das wäre ja nicht schön. Also haben wir gesagt, machen wir nochmal. Und das heißt, Freitag, 19 Uhr geht's wieder los. Und ihr habt nochmal die Chance, Teil von der Event-Story zu werden, zu investieren, uns quasi hier Liquidität zu verschaffen, mit der wir halt eben umso mehr machen können. Was machst denn du da? 47,900. Okay. Und es wird ja eine Edition geben. Ja, es wird also ein Auto geben mit ein bisschen Spezial, nur für die, die da dabei sind. Und ja, das ist jetzt auch soweit so gut wie fertig. Morgen kommen die letzten Teile dafür und dann machen wir schöne Bilder und dann gibt es da natürlich rechtzeitig auch noch Infos dazu. Ne? Bin ich mal gespannt. Ja. Das gilt aber auch dann für die zweite Runde, ne? Das ist für alle natürlich, genau. Ne? Das ist ja eine Verlängerung sozusagen in gewisser Weise. Ne? Und von dem her gilt das natürlich genau wie das T-Shirt, das es geben wird, auch für beide, für alle. Ne? So, was haben wir denn noch, ihr Lieben? Male Ende August, ja, haben wir gerade heute Info bekommen, dass sich alles nochmal eine Woche verschiebt. Aber die Sachen sind sozusagen unterwegs und jetzt geht es in die Montage und dann müssen wir alles zusammenbauen. Und von dem her ist also sehr, sehr absehbar und von dem her... Also die Teile sind im Flieger, ne? Mehr oder weniger. Ja, ja, das ist also wie gesagt, dauert alles zurzeit irgendwie länger und von dem her wird es wahrscheinlich eine Woche hinter dem, was haben wir denn gesagt? Ja, was, also ich... 30. Gibt in zwei Wochen. Ja, wenn es mit zwei Wochen, bis sie wirklich bei euch sind, ne? Klar. Ja. Aber wir sind dran und es wird alles gut. Und es werden nicht nur die Male, es kommt jetzt wirklich alles. Wir müssen es natürlich noch zusammenbauen. Ich will da keine Sprüche machen. Aber, Warsteiner sind auch dabei. Ja. In der Lieferung. Also. So sieht's aus. Ne? Man soll es nicht glauben, aber ja. Wir kämpfen. Genau. Ja, Anfang September irgendwas. Ne? Ja, also ich denke also... Ja. Und Porsche, wie gesagt, sieht auch gut aus, sind wir auch dran. Ja. Habe ich zwar heute erfahren, dass sie das Werkzeug kaputt gemacht haben von Porsche. Gut. Mhm. Aber es waren schon alle Teile geschossen, also hergestellt für die, was wir so bis Anfang nächsten Jahres geplant haben. Und jetzt müssen sie halt reparieren. Ist halt so passiert. Ist halt vom. Ja, jetzt vom Metallgussteil oder vom Kunststoffteil? Ja, vom Metallteil, ja. Passiert, da muss noch einer irgendwie mal auf falschen Knopf drücken bei so einer Maschine und irgendwie hängt noch ein Teil drin oder so und dann fährt das Ding halt mit, keine Ahnung, 200 Tonnen Schließkraft zu und dann... Tja, da ist auch ein Porsche blöd. Ja, kann passieren. Das sind immer so Sachen, wo halt einfach mal vorkommen und dann stehst du halt da, ne? Aber wie gesagt, Gott sei Dank waren die Teile schon fertig, von dem her alles gut. Gut. So, die sind ja auch sogar schon lackiert teilweise, es geht voran. Es wird. So, ja, na klar, also diese Limited sind wirklich komplett exklusiv für die, die investieren. Jeder, der mitmacht, kann einen bekommen. Und wir werden auch nur so viele bauen davon, wie es nachher auch. Deswegen bauen wir die durch erst, wenn wir durch sind mit der Kampagne, wie nachher Leute mitgemacht haben. Also wie ist das? Ich glaube, ab 2500, wie war das? Gab es da nicht irgendwie? Ab 2500 Euro kriegst du ihn umsonst, kriegst du ihn komplett dazu. Gesamt. Also genau. Wie gesagt, die werden ihn auf jeden Fall nehmen. Ich glaube, das sagt keiner, er möchte ihn nicht haben. Ich glaube nicht, dass er einen nicht nehmen wird. Aber auch das müssen wir natürlich vorher noch abfragen, da hast du wohl recht. Und erst dann sagen, also dann machen wir erstmal vorher eine Umfrage, wer einen will und dann... Und dann wissen wir die Stückzahl. Und wer im Nachhinein kommt und sagt, ah, ich will ihn doch, der hat halt Pech gehabt. Ja, für den Porsche wird da was bisschen was kommen, sind wir dran. Das auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben.
Der Preis jetzt für die Edition, ja, ich frage es mal noch nicht, aber das wird so in einem Bereich von einem normalen D1 Racer liegen, irgendwo, ja, also wenn man quasi wie normal kauft sozusagen mit einem kleinen Investment, ist das also jetzt nicht, ja, so im Bereich von einem Gymkhana, okay. Ne, und wie gesagt, ab 200.000 Euro gibt es dann halt on top, ne. Jo, geht die drei Felgen, klar, ne. Ja, da kann man ein bisschen was machen, da wird auch ein bisschen was kommen, versprochen. So. Gut. Also, haben wir es doch fast für heute, oder? Sind wir sportlich schon wieder durch? Wir haben ja auch schon wieder... Ja, von wegen sportlich. Stunde ist fast schon wieder voll, ne? Okay. Die Zeit geht dann auch mal schneller, als man denkt. Ja. Dementsprechend würde ich sagen, baut die Strecke auf. Vielleicht hat ja jemand sie noch stehen lassen vom letzten Mal und dann... Ja, genau, vielleicht hat es ja noch einer stehen von vor... Es fehlt doch einer, es ist irgend so einer... Ein paar Monaten. Ich habe noch alle. Ich habe alle stehen. Auf jeden Fall wisst ihr schon, wie man sie aufbaut. Das ist schon mal vereinfacht, die Sache. Genau. Ja, es wäre natürlich auch clever, zweimal hintereinander das gleiche Layer zu nutzen. Ich weiß, aber in dem Fall. Ja, aber wie gesagt, es war ja jetzt auch, wie gesagt, wir haben einen kleinen Ausfall hier. Notlösung. Und dementsprechend haben wir ja. Aber wir wollen euch ja bespaßen. Das kriegen wir trotzdem hin. Noch den Lauf jetzt. Genau. Alles klar, ihr Lieben. Ja. Ja, Zubehör, auch so Aufbewahrungsboxen und so weiter. Ja, gibt es vieles, wollen wir auch noch ganz viel machen. Yeah. Aber wie schon öfter gesagt, wir müssen uns aufs Wesentliche konzentrieren. Jetzt haben wir ja Verstärkung durch die Event. Das ist eine richtig gute Sache, dass wir halt hier auch ein bisschen weniger Themen haben. Gut, letztes Jahr war nicht viel mit Events, aber natürlich Anfragen gibt es immer in irgendwelche Richtungen. Und das muss ja alles auch bearbeitet werden. Und das wird die Event jetzt übernehmen. Und das Team von der Event GmbH wird das übernehmen. Und dann haben wir hier ein bisschen mehr Fokus auf die Kernsachen. Und das wird das Ganze einfach noch schneller voranbringen, ne? Genau, und dann schauen wir auch weiter, wie gesagt. Ja. Eventgeschichte, Blog, das wird sich auch ein bisschen wahrscheinlich noch. Hm? Ja, klar, sorry, ja. Sorry. Was hast du noch gesehen? Weil jetzt gerade einer sagt, mit Eis wäre es was gewesen. Wir wollten ja noch was machen, verdammte Axt. Ich wollte ja noch in einem anderen Modus mal fahren. Das ist doch eine wunderbare Strecke für Rallycross-Leute. Genau. Komm, wir probieren das jetzt. Vom Nassen direkt ins Kiesbett. Wir fahren ins Rallycross. Ja, komm, fahr eine Runde Rallycross. Ja, der Kiesbett liegt ein bisschen gemein, aber egal, da muss man dann einfach durch. Fertig, aus. So, dann schalten wir doch noch einmal mal um auf die Strecke. Ihr habt doch sicher noch ein bisschen Zeit. Gut. Fährt jetzt Martin noch mal Rallycross auf? Der 180 Speed, was macht denn der noch mal? Also, was haben wir denn? Wir fahren hier los. Helft mir mal ganz kurz. Was fahren wir denn? Einstellung? Ja, Rennboss. Ja, wir haben den. Warte mal kurz, hört man mich so? Schwierig, ne? Ich kann dir ein Mikrofon rüberschmeißen, wenn du willst. Ja, dann. Ich mach's mal ganz kurz. Heute ist aber hier ganz viel Freestyle drin. Ja. Hallo, ja. Alles im Griff, alles gut. So, also ihr Lieben, ihr hört mich hoffentlich. Was haben wir denn? Wir haben jetzt als erstes, wir fahren ja da hinten rum, kommen wir mal auf den 180, das heißt wir landen erst im Kies, ne? Also im Schotter, Schotter. Ganz genau. Genau. So, dann ziehen wir hier einmal den Schotter durch, fahren da innen rein, kommen auf nassen Asphalt, eigentlich trifft jetzt nasser Asphalt und dann heißt hier einmal rein, genau. Dann ist einmal Engel und dann wird es nass und dann haben wir es. Wenn wir hier rumkommen im Kiesbett. Und dann geht's zurück und dann sind wir ja wieder auf nasser Fahrbahn, weil es schaltet dann zurück nach 3 Sekunden. Mhm. Das heißt, wir fahren hinten rum, einmal komplett auf nass, bis wir wieder in den Schotter reinkommen, dann wird es wieder rutschiger, dann wieder nass und dann einmal Kiesbett. Und bitte 3 Runden. Ja, logisch, was sonst? Wir bleiben auch mal im Race-Setup, was wahrscheinlich gar nicht geht, aber egal. Also Setup war ich jetzt wie gehabt, 2 Runden. Aber du hast jetzt was angefangen, ne? Die Leute wollen jetzt auch noch und danach noch eine Runde auf Eis. Okay. Ohne Spikes, mit Straßenreifen. So. Macht jetzt noch gleich ein Battle. Achso, halt. Abo. Man muss halt auch Rallycross einstellen. Ja. Geredet oder gemacht, aber alles gemacht wird, Rallycross eingestellt. Du hättest jetzt einfach nur ein Stückchen langsamer fahren müssen, hättest ein bisschen so ausgesehen, wärst aber trotzdem schneller gewesen. Das war ja mal nix, Leute. Oh, ja. Boah, das wird aber richtig. Wo bist du gerade? Bist du jetzt also gerade auf. Rennen und dann halt Rallycross-Kursmodus einstellen. Ne? So, für Leute wie mich. Bist du soweit? Jo. Und go. Da ruhig sein. Sieht doch bis jetzt ganz easy aus. Das fühlt sich schon wieder besser.
Was ein Verrecker! Eine Runde! Ah ja. Das war das lustig. Regen geht dann auch schön zu fahren hier. Aber das ist dann eine riesige Nummer hier. Und jetzt kann ich trotzdem da ein Bild rein. Gut, ich glaube, wir können das jetzt auch ändern, den Lauf. Oder wir machen jetzt einfach die Aufgabe und fertig. Also es sieht witziger aus auf jeden Fall. Oh. Ich glaube, wir müssen mal so eine Challenge machen mit einem Donut und aber in jeder Ecke im Kiesbett. Yeah! Das war die schnellste. Also, was haben wir denn jetzt? Lass gucken. Also, ich habe eine 1,18,7. 1,20,4. Oh, ja, gut, da bist du ein bisschen hängen geblieben. Also. Schnellste Runde war bei mir eine 25,64. Oh, 25,78. Also nicht weit weg, ne? Wieder knapp. Ei, 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 ei. Also, das heißt, wenn du jetzt in dem Modus fährst und Chris fährt im normalen, wie wir gesagt haben, dann fährt Chris 4 Runden, du 3. Und dann gucken wir, wer schneller am Ziel ist. Ja, ist gut. Nein, alles gut. Alles gut, alles gut. Aber geil, oder? Ne? Man kann es machen, also. Das war so richtig Matrix. Ja. Komm, 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 komm. Mach ich einfach rüber. Lange Arm, Kabel, bumm. Einmal rumdrehen. Gut, wir brauchen noch Mikrofone, definitiv. Definitiv, das ist noch kein Zustand hier. So ein Deckenmikrofon noch irgendwo über die Strecke und dann passt das. Und Kameras. Helmkameras, alles. Genau, Helmkameras. Indoor, also Onboard. Ja, wir wollen noch, wir machen noch mehr. Wir kommen noch mehr Kameras auf die Strecke und so weiter. Onboard-Strecke müssen wir echt machen. Eine Onboard-Kamera. Vom Auto aus. Ja. Für die Docs. Ah, das nicht, da ist die Bildqualität nichts. Gut, ihr Lieben, also, auch eine geile Nummer. Wie sieht's aus? Wie fandet ihr das? Also wenn Hendrik das will, machen wir das nächstens. Ich meine, ihr könnt ja mal eine Free-Challenge machen, fasst doch einfach mal und schreibt mal parallel Zeiten auf. Müssen wir immer gucken, dann gibt es da noch eine andere Idee. Wollte ich sagen, oder Björn sagt, Wobedo Drift Challenge. Grüße an Björn, ja. Wenn er will. Da war doch was, ne? Gleiches Layout. Ja. Gut. Andere Herausforderungen. Und dann passt das Ganze. Ich meine, das mit dem Kiesbett ist ja noch eine Sache. Man könnte jetzt natürlich noch versuchen, wenn man sagt, man lässt es frei, dass man irgendwie versucht, so über das Kiesbett drüber zu fahren, dass es nicht auslöst. Also eben in einem ganz, ganz spitzen Winkel oder so. Ne? Wenn man das zulässt. Ich meine, da ist nicht viel Platz für einen spitzen Winkel, weil es ja zwischen zwei Hindernissen eingeklemmt ist. Aber ob man dann schneller ist, müssen wir ausprobieren. Gibt es da von unserer Seite schon so einen Winkel, den man fahren muss, um drüber zu kommen? Du musst ja dann quasi wirklich... So um 60. Ja, ja, also deutlich über 45. 50 Grad geht immer meistens immer noch und ab 50 Grad wird es halt irgendwann kommt zu Ausfällen und dann geht es halt immer noch. Oder kannst auch drauf stehen bleiben für den Moment. Das müsste auch funktionieren, da weiterfahren. Wäre interessant, wäre wahrscheinlich immer noch schneller. Das Fiese ist, man muss tatsächlich zweimal drüber, das ist das Gemeine, ja. Okay, Leute, ich glaube auch, finishen wir. Okay, gut. Ja, dann finishen wir mal und dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche oder das nächste Woche haben wir ein Thema. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen nächste Woche. Könnte mal sein, ja, dass wir vielleicht nächstes Mal ausfallen, dass wir nächste Woche nicht da sein wird. Ja, das sagen wir euch nochmal Bescheid. Ne? Wenn ihr Ideen habt, immer her damit. Vielleicht wird es aber sein. Ansonsten machen wir eine kleine Sommerpause und dann geht es dann nachher weiter. Ne? Genau, Sommerpause. Wenn der Sommer schon Pause macht, machen wir auch eine Pause. Wir sind ja wieder unterwegs. Wir gehen ja dann nach. Oh, stimmt, ihr seid jetzt viel unterwegs. München, ne? Erst zum Benni dieses Wochenende noch für kurze Zeit. Benni, richtig. Da komme ich vielleicht auf dem Rückweg. Ich bin unterwegs vorbei. Mal schauen, ob ich es schaffe. Aber die Woche drauf sind wir in Augsburg, ne? Bei der Bavaria-Crew. Bavaria-Crew. Und ich glaube, Füße, bis dann. Ne? Und die Woche drauf ist ja dann, glaube ich, schon die ACC, ne? Dann ist die ACC in Österreich, ne? Da also ist Video geht, und Lydia am Start. Jo, geht da geht es schon richtig rund auf einmal. Hoffen wir, dass es auch alles läuft diesmal und nicht wieder irgendjemand kommt und sagt, ja. Wir werden sehen. Schauen wir mal. In Sinne, finish und tschüss. Gehabt euch wohl. Für den. Tschüss.